Tag für Tag machen sich Arbeiterinnen auf der ganzen Welt auf den Weg in Fabriken, wo sie Kleidung für die verschiedensten Markenfirmen produzieren. Sie arbeiten Stunden um Stunden, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ihr Lohn reicht kaum aus, um ein würdiges Leben zu führen, ihren Familien ein wenig Geld zu schicken und um ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Näherinnen auf der ganzen Welt arbeiten unter sehr schlechten Bedingungen. Sie machen viele Überstunden und bekommen sehr niedrige Löhne. Es sind diese Löhne, um die es in unserer Geschichte geht. Viele Arbeiterinnen bekommen einen gesetzlichen Mindestlohn. Eine Summe, die weit davon entfernt ist, eine Familie vor der Armut zu bewahren. Viele Frauen müssen bis zu 80 Stunden pro Woche arbeiten, sind am Ende ihrer Kräfte und sehen ihre Kinder kaum. Deshalb sind wir der Meinung, dass es für ein würdiges Leben einen existenzsichernden Lohn geben muss. Einen Lohn, von dem man wirklich leben kann. Und nicht nur wir finden das. Ein existenzsichernder Lohn ist ein Menschenrecht. Für alle, überall auf der Welt. Aber wenn wir alle menschenwürdige Arbeitsbedingungen und einen existenzsichernden Lohn für jede und jeden auf der Welt wollen, warum ist die Realität eine andere? Warum helfen Regierungen und Arbeitgeber diesen Arbeiterinnen nicht? Das hat verschiedene Gründe. Wenn eine Arbeiterin einer Gewerkschaft beitreten will, die für höhere Löhne eintritt, wird sie oft entlassen, eingeschüchtert und manchmal sogar ins Gefängnis geworfen. Regierungen könnten einen existenzsichernden Lohn einführen, aber das tun sie nicht, aus Angst, dass Unternehmen in andere Länder abwandern könnten, wo die Löhne niedriger sind. Die Markenfirmen sind sehr mächtig. Sie profitieren am meisten von dieser Situation. Sie kaufen ihre Kleidung zu Billigpreisen von Fabriken in Asien und verkaufen sie dann teuer in Europa und den USA. Sie versprechen gute Arbeitsbedingungen, aber tatsächlich verdienen sie eine Menge Geld dank der niedrigen Löhne. Deshalb ist es so schwierig, einen existenzsichernden Lohn in den Ländern Asiens durchzusetzen. Wir brauchen einen einheitlichen internationalen Lohn, der für ganz Asien gilt. Dann würden sich Markenfirmen überall in Asien an dieselben Vorgaben halten müssen. Aber wie berechnet man einen Lohn, der verschiedene Währungen und unterschiedlich hohe Lebenserhaltungskosten mit einbezieht? Immerhin hat ein Kilo Reis, Tomaten oder Ananas in jedem Land einen anderen Preis. Die Lösung ist unser Asian Floor Wage, der asiatische Grundlohn. Der asiatische Grundlohn ist in jedem Land anders, aber er soll den Näherinnen in Asien ein Einkommen sichern, damit jede von ihnen ihre Grundbedürfnisse decken kann. Wie wird nun dieser asiatische Grundlohn berechnet? Ich will euch das Schritt für Schritt erklären. Schritt 1. Nehmen wir eine durchschnittliche Arbeiterin als Beispiel. Zunächst müssen wir uns überlegen, was sie sich von einem existenzsichernden Lohn kaufen können muss. Beginnen wir erstens mit dem Wichtigsten: Lebensmittel. Alle Lebensmittel haben eines gemeinsam: Sie können in Kalorien gemessen werden. Eine Arbeiterin braucht 3000 Kalorien am Tag. Sie sollte gesundes Essen in einem Geschäft oder auf einem lokalen Markt kaufen und es zu Hause zubereiten können. Zweitens. Neben gesundem Essen braucht sie auch andere Dinge. Sie lebt in einem Haus, sie braucht Kleidung, sie braucht Geld für den Weg zur Arbeit und sie muss sich einen Arztbesuch leisten können, wenn sie krank ist. Ein existenzsichernder Lohn sollte all diese Kosten decken. Sie gibt in etwa gleich viel Geld für diese anderen Grundbedürfnisse wie für Lebensmittel aus. Drittens. Ein existenzsichernder Lohn sollte eine Familie erhalten können. Der Mindestlohn tut das oft nicht. Der Lohn sollte für 2 Erwachsene und 2 Kinder ausreichen. Bei unserer Berechnung wird jede Person als Konsumeinheit betrachtet. Da Kinder weniger konsumieren als Erwachsene, gilt ein Kind als halbe Konsumeinheit. Eine Arbeiterin sollte also in der Lage sein, für 3 sogenannte Konsumeinheiten aufzukommen. Und schließlich viertens, der asiatische Grundlohn muss während einer gesetzlichen Arbeitswoche von nicht mehr als 48 Stunden verdient werden. Schritt 2. Da wir nun wissen, was eine Arbeiterin von einem existenzsichernden Lohn kaufen können muss, wie viele Personen sie versorgen können muss und wie viele Stunden sie dafür maximal arbeiten darf, können wir diese Definition zur Berechnung des existenzsichernden Lohns für jedes einzelne Land verwenden. Das geschieht folgendermaßen. Zuerst geht die Arbeiterin auf den lokalen Markt, um Essen zu kaufen. Dann geht sie nach Hause und kocht für sich, ihren Partner und ihre Kinder. Das tut sie jeden Tag im Monat. Außerdem zahlt sie Miete und braucht Geld für andere wichtige Dinge des Lebens. Wunderbar! Nun wissen wir, wofür der asiatische Grundlohn ausreichen muss. Aber wir müssen ihn auch international vergleichen können, denn der gleiche Nahrungsmittelkorb hat in verschiedenen Ländern unterschiedliche Preise. Zum Beispiel reicht das Geld, um das sich die Arbeiterin in Sri Lanka ein anständiges Essen leisten kann, in Europa kaum für etwas. Was tun wir also? Schritt 3.
Um zu einer internationalen Lohnforderung zu gelangen, verwenden wir eine Methode der Weltbank. Die sogenannte Purchasing Power Parity, PPP, oder Kaufkraftparität. So kann berechnet werden, wie viel Geld eine Person außerhalb der USA aufwenden muss, um den gleichen Warenkorb zu kaufen wie eine Person innerhalb der USA. Für die Mitgliedsländer der Asia Floor Wage Alliance wurde dieser Wert 2012 auf 540 Kaufkraftparitäten Dollar festgesetzt. Das entspricht einem monatlichen Mindestlohn von ca. 34.000 Rupien für Sri Lanka, 12.000 Rupien für Indien, 1,2 Millionen Riel für Kambodscha und ca. 3 Millionen Rupia für Indonesien. Schritt 4. So können wir schließlich den existenzsichernden Lohn berechnen, haben eine Definition für einen existenzsichernden Lohn und eine Lohnforderung für die wichtigsten kleidungsproduzierenden Länder in Asien. Arbeiterinnen können die Zahlen, die wir gerade berechnet haben, gegenüber lokalen Arbeitgebern und Regierungen verwenden, um den asiatischen Grundlohn zu fordern, der für ein würdiges Leben reicht. Und genau darum geht es in Schritt 5. Wir wollen Konsumentinnen und Konsumenten und Arbeiterinnen zum Handeln bewegen. Aber vor allem wollen wir, dass Markenfirmen und Regierungen den asiatischen Grundlohn als Mindestlohn festlegen. Lassen wir gemeinsam einen existenzsichernden Lohn Wirklichkeit werden, damit Arbeiterinnen auf der ganzen Welt in Würde leben können und in Frieden. Mach dich stark, deine Stimme zählt.